Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden. Herzlich willkommen, mein Name ist Diana Feuerstein und das sind die Themen am Montag. Harter Lockdown auch in Baden-Württemberg. Von Mittwoch anschließen Kitas und Schulen. Das teilte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit. Notbetreuung sollen aber eingerichtet werden. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte schließt ebenfalls. Christbäume dürfen aber weiterhin verkauft werden. An Weihnachten darf man sich mit 4 weiteren eng verwandten Personen treffen. Auch Gottesdienste sind erlaubt. Für Silvester gelten dann wieder die strengen Regeln. Nur 5 Leute aus 2 Haushalten und Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr. Außerdem darf in diesem Jahr kein Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Erstes Wochenende mit Ausgangssperre, Polizei kontrolliert 500 Fahrzeuge. 20 Streifenbesatzungen haben am Wochenende die Ausgangsbeschränkungen im Rems-Murr-Kreis kontrolliert. Die Mehrheit konnte aber einen triftigen Grund für das Verlassen ihrer Wohnung vorlegen, teilte die Polizei mit. Ein Fünftel, also etwa 100 Fahrzeuge und 140 Personen, brachen die Regel. Alle zeigten sich einsichtig und wurden ermahnt. Anzeigen habe es keine gegeben, so die Polizei. Geburt während der Pandemie. Viele Mütter entbinden ambulant. Normalerweise bleiben junge Mütter nach einer Geburt bis zu 3 Tage im Krankenhaus. In Zeiten der Pandemie gehen viele mit ihrem Baby nach 6 Stunden nach Hause. Das berichtet die Korber Hebamme Manuela Hellerich. Grund dafür sind oft die strengen Besuchsregeln. Die Untersuchung des Neugeborenen nimmt dann der niedergelassene Kinderarzt vor. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.